Ja, wir stellen die Antworten auf die große Anfrage vor, die die Linke gestellt hat im letzten Jahr an die Landesregierung zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Wir wollten hören, was weiß das Land Hessen zu diesem Thema. Und wir haben festgestellt, sie wissen wenig. Auf unsere 170 Fragen haben wir zu 106 gar keine Antworten bekommen. Und ganz besonders von den Kommunen haben wir keine Antworten bekommen. Dort leben aber die Menschen, die wohnungs- und obdachlos sind. Die müssen doch wissen und die wissen noch wissen, was sie dort machen. Aber anscheinend wissen sie dazu nichts. Und das ist wirklich eine Bankrotterklärung von Seiten des Landes Hessen, dass sie zu diesen Fragen keine Antworten geben kann. Und gerade besonders in der aktuellen Situation wäre es doch so notwendig, den Menschen zu helfen. Weil wer kein Zuhause hat, kann auch nicht zu Hause bleiben. Das heißt, die Menschen wissen ja gar nicht, wohin sie sollen. Sie können sich gar nicht schützen. Social Distancing ist nicht möglich. Deswegen ist es dringend notwendig, dass gerade jetzt den Menschen Unterkünfte angeboten werden. Zum Beispiel das Deutsche Jugendherbergswerk hat angeboten, dass sie Menschen in die Jugendherbergen reinkommen können, aber es gibt genügend Hotels, Pensionen, wo jetzt mit Hilfe der wohnungslosen Hilfe Menschen dort unterkommen können und dort betreut werden und unterstützt werden, sodass sie nicht weiter auf der Straße leben müssen und weiter auch mit dem Virus zu tun haben. Für die Menschen ist es ja ganz besonders schwierig. Die Tafeln haben geschlossen. Alle Einrichtungen, die sonst da sind, sind ja auch nur in beschränkten Situationen da und hier muss Notfallhilfe geleistet werden. Aber es muss sich auch dringend mit diesem Thema längerfristig beschäftigt werden, weil wir müssen befürchten, dass über diese Krise noch mehr Menschen ihre Wohnungen verlieren. Das heißt, die Kommunen müssen überall in alle Möglichkeiten nutzen, um Wohnungssicherungsstellen einzurichten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Menschen gar nicht obdachlos werden und dort, wo sie es geworden sind, den Menschen möglichst schnell wieder in eine Wohnung zu bringen, zu ihnen dazu zu verhelfen und auch gerade den Wohnungslosenarbeit und zu unterstützen. Das ist unsere wichtigsten Forderungen. Aber es gibt darüber hinaus, glaube ich, ist das ein großes Thema. Und wir erwarten von der Landesregierung, dass sie sich diesem Thema auch jetzt wie zukünftig stellt. Ja, Stefan Gillich, ich bin hier für die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und bin dort Vorsitzender des Arbeitskreises Armutspolitik, Migration, soziale Integration. Wir haben im Moment eine besondere Notsituation, die insbesondere wohnungslose Menschen betrifft. Wir haben quasi zwei Teile. Einmal, was können wir akut tun, was können wir perspektivisch tun? Akut geht es darum, Menschen in Wohnungen unterzubringen, in Hotels, in Pensionen unterzubringen, müssen angemietet werden und müssen Menschen entsprechend begleitet werden. Wir brauchen weiterhin eine medizinische Versorgung, die als niedrigschwellige Hilfe in der Wohnungsnotfallhilfe da ist. Wir brauchen die Gewährleistung, dass ein Mensch, wenn er einmal eine Einrichtung ist, im Moment für die nächsten 1,5 bis 2 Monate dauerhaft dort bleiben kann, dass der Tagessatz, sozusagen, dass die Hilfe zum Lebensunterhalt, auf die der Mensch Anspruch hat, auch tatsächlich gezahlt wird, und zwar monatsweise, wie bei allen anderen. Perspektivisch fordern wir und brauchen wir von der hessischen Landesregierung ein Förderprogramm Wohnungslosigkeit überwinden. Hat 5 Bausteine. Ein Baustein ist eine Stichtagserhebung, die sich ein bisschen anhängt an das, was der Bund als Gesetz beschlossen hat. Aber da brauchen wir in Hessen nochmal andere Merkmale. Zweitens eine Untersuchung über Struktur und Umfang und Hilfe, was wir haben, nämlich also keine Stichtagserhebung, sondern tatsächlich eine grundlegende Untersuchung. Drittens, ein dritter Teil. Da ist die kommunale Wohnungssicherungsstellen auszubauen, insbesondere in der Fläche. Vierter Punkt ist ein Förderprogramm pro Wohnen, das heißt Netzwerke entwickeln, Netzwerke fördern, um Wohnraum zu akquirieren. Und der fünfte Punkt ist ein Förderprogramm Hilfen auf der Straße, also Menschen auf der Straße zu erreichen, über aufsuchende Sozialarbeit, über gezielte Wohnungsversorgung für Menschen, die dort auf der Straße leben. Und das sind die 5 Punkte, die wir dringend benötigen. Und ein sechster kleiner Baustein, der da vielleicht noch dazu gehört, ist, dass wir alle Menschen, die im Moment in die stationären Einrichtungen gehen, die von Sanktionierung grundsätzlich freigestellt werden, weil damit deutlich wird, dass die Mitwirkungsbereitschaft der Menschen gegeben ist, weil sie sich ja in die stationäre Einrichtung begeben.